Die Elektrifizierung des Straßenverkehrs nimmt stetig zu. Nahezu alle Automobilhersteller tragen diesen Trend Rechnung und bringen laufend neue, rein auf Elektro konzipierte Fahrzeuge auf den Markt. Diesen Trend spüren seit geraumer Zeit auch die Fahrschulen. Doch die Ausbildung für Elektroautos gestaltet sich im Moment noch etwas eingeschränkt. Ist der theoretische Lernstoff schon in den Lehrplan integriert, hinkt der praktische Teil noch etwas hinterher. Im heutigen Beitrag besuchen wir die Fahrschule Zebra im Süden von Salzburg. Seit 2 Jahren bieten sie Fahrstunden mit einem BMW i3 an. Die notwendige Ladeinfrastruktur kommt von der Salzburger AG. Durch den Ladepunkt fließt selbstverständlich grüner Strom. Die Fahrschule Zebra ist in einem Mehrparteienhaus in der Heilbrunner Straße beheimatet. Als vor 2,5 Jahren das Projekt Elektroauto spruchreif wurde, musste natürlich auch über eine entsprechende Ladeinfrastruktur nachgedacht werden. Die aktuelle gesetzliche Situation sieht vor, dass in einem Mehrparteienhaus alle Parteien der Installation eines Ladepunktes, also einer sogenannten Wallbox, zustimmen müssen. Für den Geschäftsführer der Zebra Betriebs GmbH, Georg Lemmerhofer, war die Salzburger AG dafür erster Ansprechpartner. Also zu Beginn war es natürlich ein großes Fragezeichen, wie sollten wir das angehen. Wir haben da mehrere Parteien in dem Haus, wir haben Gewerbetreibende, wir haben Private. Wie geht denn das überhaupt? Ja, diese ganze Abwicklung, diese ganzen rechtlichen Fragestellungen und so weiter. Und da waren wir wirklich sehr positiv überrascht fast. Dass das ganze Management dieses Prozesses uns so abgenommen worden ist, ja, dass wir letztlich einfach nur die Geräte vorgefunden haben, so wie wir es uns ausgemacht haben. Hans-Peter Buchecker von der Salzburger AG betreut das Projekt von Beginn an. Nach einer Abstimmung mit allen Bewohnern fiel der Startschuss für eine Mehrparteienhauslösung. Insgesamt 6 Ladepunkte wurden in weiterer Folge installiert. Anders als bei Neubauten können bei bestehenden Objekten unterschiedliche Schwierigkeiten auftreten. Zum Beispiel ist die zentrale Stromzuleitung auch wirklich ausreichend. Da es ja hier um ein bestehendes Objekt handelt, da ist immer das Thema mit den Hauszuleitungen, die hat vorher überprüft werden müssen, ob die auch ausreichend ist dafür. Das war Gott sei Dank dann auch so. Und dann sind wir dann in die Planung gegangen, also wie kann man da in dieser Tiefgarage 6 Ladestationen umsetzen. Und das ist dann relativ gut gegangen mit unseren Partnern, also sprich mit den Eigentümern von Haus. Und jetzt sind wir so weit, dass wir jede einzelne Station nach Kilowattstunden abrechnen können. Alle Besitzer einer Wallbox haben sich für das Full-Service-Paket der Salzburger AG Wallbox Plus entschieden. Das beinhaltet den Bestandscheck der Hausinstallation, kostenlose Montage und Inbetriebnahme, verlängerte Garantieleistung, Vor-Ort-Service sowie 7500 Freikilometer pro Jahr. Optional gibt es noch ein Monitoring und eine digitale Abrechnung dazu. Nach einer 3-monatigen Planungs- und Umsetzungsphase der Ladepunkte steht nun der Integration des Elektroautos in den Schulungsbetrieb der Fahrschule nichts mehr im Weg. Für den 17-jährigen Manuel hieß es zuerst, das theoretische Wissen über Elektroautos zu pauken. Das ist im Lehrplan verankert und ist auch Teil der Führerscheinprüfung. Problem war das für ihn keines. Er wusste schon ganz genau, worauf es bei Elektrofahrzeugen ankommt. Rekuperation zum Beispiel gibt es Fragen. Das bedeutet eben, dass zum Beispiel das Auto mit der motoreigenen Bremse automatisch Energie wiedergewinnt. Und je stärker die Rekuperation eingestellt ist, desto stärker bremst auf der einen Seite das Auto selbst, sobald man eben den Fuß vom Gaspedal gibt, ohne aber die eigentlichen Bremsen zu belasten, und gewinnt dadurch Energie zurück oder in dem Fall Elektrizität und Kilometer eigentlich. Man gewinnt Reichweite zurück. Und eben was man hier beachten muss, zum Beispiel eben beim Bergabfahren, logischerweise wird das eben oft genutzt, deshalb können Elektrofahrzeuge auch, wenn sie auf einen Berg hinauffahren, auch einiges an Energie wieder gewinnen, wenn sie den Berg bergabfahren wieder. Beim praktischen Erwerb der Fahrfähigkeiten kommt es dann zu einer kniffligen Situation. Die vorgeschriebenen 18 Fahrstunden können sowohl mit einem mechanischen Schaltgetriebefahrzeug als auch mit einem Automatik-Elektroauto durchgeführt werden.
Das Interesse an Elektroautos bei Jugendlichen ist groß. Aber aus Angst, bei der Prüfung mit einem Schaltfahrzeug nicht zu bestehen, verzichten sie auf Fahrstunden mit einem E-Auto. Aus diesem Grund bietet die Fahrschule Zebra Perfektionsfahrten mit dem BMW i3 an. Die erste ist 2 bis 4 Monate nach Erwerb der Lenkberechtigung zu machen. Eine weitere innerhalb eines Jahres. In der Perfektionsfahrt kann der Schüler, wenn er möchte, und sehr viele wollen das, Erfahrungen mit Elektroauto sammeln, überhaupt einmal erfahren, wie das ist, ja, auch die Freude, ja, oder den Spaß mit so einem Elektrofahrzeug zu fahren, einmal erleben und, ja, und sich noch damit beschäftigen, wie bewegt man sich intelligent mit zu viel wenig Energieverbrauch wie möglich. Bevor es für Manuel zur Perfektionsfahrt ging, musste der i3 zuerst betriebsfertig gemacht werden. Und da fing es schon an. Fahrlehrer Mario ließ den 17-Jährigen ins kalte Wasser springen. Es bedarf schon einer Einweisung, damit sich zum Beispiel der Ladestecker vom Fahrzeug herausziehen lässt. Wird aber alles genauestens erklärt, gibt es laut Fahrlehrer Mario Seidel keine Probleme bei den Jugendlichen gegenüber mechanischen Schaltgetriebefahrzeugen. Also es kommen einige Sachen dazu, allein schon, weil ja das Elektroauto meistens an der Ladestation hängt, gehört es dazu, zu den üblichen Vorbereitungen, die man macht, dass man eben das Ladekabel aussteckt, und das ist für jemanden, der das noch nie gemacht hat, vielleicht auch eine kleine Hürde. Ja? Das Logischste wäre, man geht einfach hin und zieht an, dann geht das ja gar nicht, weil das ja verriegelt ist. Und dann wäre vielleicht auch noch schlau, wenn man das Kabel, wenn es das eigene ist, dann auch noch mitnimmt. Also da hat man so Sachen, an die man einfach denken muss, die neu sind. Es war für uns neu, dass man sich da überlegen muss, ja, was gehört denn da jetzt alles dazu? Im Sinne der Kollegialität ist es natürlich von Vorteil, wenn das Fahrzeug nach der Fahrstunde wieder an den Ladepunkt angeschlossen wird. Denn dann kann die nächste Unterrichtseinheit ohne Probleme durchgeführt werden. Neben der Fahrschule hat auch die Rechtsanwaltskanzlei Brandauer ihre beiden Ladepunkte in der Tiefgarage. So werden die beiden Teslas stets betriebsbereit gehalten. Nach einer einjährigen Überlegungsphase hat Bernhard Brandauer nun seit gut einem Jahr die Fahrzeuge im Unternehmen. Sowohl mit den Fahrzeugen als auch mit dem Service der Salzburg AG ist er hochzufrieden. Die Installation war rasch und reibungslos. Es hat da sehr gute Koordination gegeben seitens der Salzburg AG. Wir haben für jeden Mitarbeiter eine Karte zum Laden. So kann man das auch auf die Mitarbeiter bezogen dann abrechnen, wobei das natürlich bei uns von der Kanzlei übernommen wird. Aber so hat man einen Überblick, auch welche Stromkosten welches Fahrzeug erzeugt, und wir sind sehr, sehr happy. Nachdem das Pilotprojekt in Salzburg erfolgreich abgeschlossen wurde, wird das Angebot an Elektromobilität in der Fahrschule Zebra ausgebaut. So werden weitere 12 Kursorte im Bundesland Salzburg mit neuen Elektrofahrzeugen und Ladepunkten der Salzburger AG ausgestattet. Also wir haben jetzt bestellt 12 EQAs, sind so Mercedes-Elektrofahrzeuge, und sind gerade dabei, dass wir die Infrastruktur aufrüsten, umbauen, dass wir die Lademöglichkeiten natürlich überall haben. Also wir sind jetzt gerade dabei, bei den Kursorten die technischen Gegebenheiten abzuklären. Also wir haben da jetzt bei diesen Kursorten den Bestand einmal erhoben. Wir sind jetzt in die Planung gegangen und werden dann, so wie es ausschaut, dann in den nächsten Wochen mit der Umsetzung beginnen. Als Fazit kann gesagt werden, dass sich in Zukunft auch in den Fahrschulen in puncto Elektromobilität noch einiges tun wird. Es kann durchaus sein, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis die erste praktische Führerscheinprüfung ohne Einschränkungen in einem Elektroauto gemacht werden kann. Benötigen auch Sie Informationen zu Ladelösungen? Dann erhalten Sie diese bei der Serviceline der Salzburg AG unter 0800 660 660 oder auf salzburg-ag.at/e-mobilität.